Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Matt Burago und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Far Cry 2 und haben die Hochöfen hochgejagt. So, da machen wir nämlich gleich das nächste Mal weiter. Ich muss ja mal gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Der Andrea hat ja gesagt, wir sollen uns dann irgendwo anders hintreffen. Alles klar. Da müssen wir irgendwo hin. Ah, da waren wir ja schon mal sozusagen. Da werden wir mal einen Ausflug machen. Mal gucken, ob das klappt, so wie das klappen sollte. So. Erstmal den Freund hier nehmen und gucken nochmal. Vielleicht günstig ganz rausgesegelt kommen. So. Wir versuchen es einfach mal mit vorsichtigen Segeln. Mal gucken, wie weit wir gesegelt kommen. Ja, eine gute Thermik muss man finden, habe ich gelernt. Sieht aber nicht gerade aus, als würden wir eine gute Thermik hier finden. Sieht eher so aus, als würden wir den Baum finden. Ja. Naja. Drachenfliegen war eh noch nicht so mein Favorit. So. Das Gelände, wo wir hin sollen, das wissen wir, das kennen wir ja. So, und irgendwo unterirdisch. So, zum Glück waren wir ja letztens ja hier in diesem lustigen Stützpunkt da. Den da und dann können wir uns gleich das Fahrzeug und schnappen. Fahrzeug heißt Brumm Brumm und dann werden wir einfach mal gucken, die Leute besuchen. Hallo Fahrzeug. Wir sind da. Also, voll. Fahrzeug, na, das steht ja natürlich ordentlich geparkt im Carport. So, hier können wir nochmal nachladen. Was haben wir da drauf? Leider bloß das Kleine. So, aber egal. Wir werden einfach unseren Spaß haben. Werden aber natürlich nicht nach da vorne fahren, weil da ist wieder der Freund mit der Panzerfaust. Den will ich nicht haben. Ich fahre lieber hier über Stock und Stein. So. Dann steigen wir hier kurz aus hier. Und hängen mal hier an den scheiß Stein fest. Einfach mal ein Stückchen weiter. Hier lang raus. So, Mission abgeschlossen. Nichts abgeschlossen. So, jetzt abgeschlossen. Ab der Eiersätze. So, will man noch was tun? Ich gerade hinaus. Ne, da sieht man schon, da hat man ein Ausrufezeichen, das ist schon mal das Zeichen dafür. Das Mission Ende ist. So, wir werden uns mal die Mühe machen. Ein Wegelchen nehmen, was eigentlich hier stand. Gut, mal das andere Wegelchen. Weil wir schon mal hier oben in der Ecke sind, machen wir uns einfach mal die Mühe und sorgen einfach dafür, dass wir auch das letzte Lager da hinten noch einnehmen. Weil ich denke mal, so schnell werden wir nicht mehr hierher kommen. Oh, geht's hier sportlich drumrum. Wie konnte er Sprung über die Düne? Oh. Also eine Wüstensafari hat schon was. Blick auf die Map werfen, ob er überhaupt das richtige Richtung zu. Ja, sieht gut aus. Ah, da sieht man es jetzt auch schon. Oh. Da sieht man jetzt auch schon das Lagerfeuerchen. Da sollen wir vielleicht mal gucken, mal unser Scharfschützengewehrchen hier schon mal die Sache aufgeklärt bekommen. Ne, von dir leider nicht. Oh. Da steht ein Wegelchen. Sehen tun wir aber keinen. So. Ja, kein Wunder, Alter, die fliegen ja in der Luft hier. Putzig, erst runterfallen. Oh. Die richtige Waffe nehmen, ja, kurz mal nachladen. Müsste es ja drüben schon noch einen geben. Oh. Ah ja, hier gibt es noch einen und zwar den hier.
Damit haben wir denn den Stützpunkt auch. Stützpunkt, das heißt hier Unterschlupf. So ein schlüpfriges Wort sozusagen. Da kann man auch unterschlüpfen, wo wir eigentlich auf der Matratze schlafen. So, alle Klärchen. So. Ich würde sehen, wir machen uns auf den Weg zu dem einen lustigen Stützpunkt da. Nimm dann erstmal den Stützpunkt ein und kümmern uns um den Turm, um damit auch dann ein bisschen, soll ich sagen, einen neuen Auftrag anzunehmen. Wie gesagt, die Aufgabe immer noch an euch. Schreibt mal rein in die Kommentare, auf was ihr mehr Bock habt. So, das finde ich super. Auf Attentatsmissionen hier, die Auftragsmorde. Lieber die Mission von den Kameraden. So, einmal wieder passende Kanonen hier drauf wieder. Geht's auch zu einem Waffenhändler? Da müsste ich mal auf die Karte gucken. Mal rauszoomen. Ja, da wäre ein Waffenhändler. Aber den können wir dann später immer noch mitnehmen. Ach, machen wir uns mal den Spaß. Fahren wir bei den Freunden nochmal hier drüben vorbei. Genau. Hier hin. Ran an das Äumelchen hier. Und dann. Gucken wir mal, wer hier auftaucht. Mal sehen, ob wir ein zur Explosion kriegen hier. Ja. Es wird zwar geschossen, aber ich weiß noch nicht von wo. Mal gucken, ob wir vielleicht den da auch noch mitnehmen hier. Ja. Da brennt du da jetzt, das genau wollte ich da haben. Ich hoffe mal, fängt über. Ich habe keine Ahnung, ob was oder wen die schießen. Weiter von der Seite sind wir unten jetzt dran. Ja, jetzt. So. Wir müssen uns selber mal um uns kümmern hier. Ja, das ist ganz große Kacke, wenn die uns angreifen. Während wir uns gerade mal den Arm einrichten hier. So, auf das. Weiß ich nicht. Was nehmen wir denn? Gibt's hier was? Wir können mal das wechseln hier. Macht vielleicht viel mehr Spaß. Okay. Mal sehen, wir müssen dringend helfen, weil sonst ist gleich Game Over. Ja, dann setzen wir gleich noch eine Spritze da. Der Held ist voll. So. Eigentlich wollen wir hier bloß runter ans Flüsschen. So. Da standen auch noch zwei rum. Jetzt betone auf standen. Wenn man keinen Spaß hat, dann schafft man sich welchen. Oder wie heißt das so schön? Das ist auch kacke, dass er beim Munition auf jeden Fall immer nachlädt. So. Eigentlich wollte ich nur runter Bötchen fahren. Ja, geht zu, die Scheißteil. Da sollte es beim Nachladen in Deckung gehen. Oh.
ein bisschen Benzin mitnehmen, ja. So, ich hoffe mal, die haben auch ein Bötchen hier unten. Ja, eins. What the fuck is this? Ah, nee, da drüben sieht es besser aus. Man muss an der richtigen Stelle gucken. Guck mal hier nochmal rein. Ja, was immer Spaß macht, mal gucken. Sowas hier. Ein bisschen abgedeckt, die Kacke. So, dann hier drauf rein, Bötchen fahren. So. Na, guck mal, am Ende der Steinkante, dann da ist schon eine Gebirge, nennt man sowas, lauffachmännisch. Genau, da sieht man nämlich das Ding schon. Ah ja, den hatten wir ja schon mal gehabt, da haben wir ja bloß ungünstig einmal die aufschrecken, die Freunde hier. Oh. Ja, mal loslassen hier. Den nehmen wir. Können hocken. Ja, da waren wir ein bisschen verzattert. Okay, nachladen. Weil so schlecht kann man da gar nicht schießen. Da haben wir ja mehr oder weniger. Da haben wir ja letztens ja das Problem, da haben wir den Mörser genommen. Ne, den Granatwerfer, aber da geht ja ganze Ding hier ein. Oder Feuer genommen, da haben wir dann irgendwann die eigentliche Grund für den einfach weggebombt. Laufen ja sonst wohin? Wieder hinter die Hütte. Das kann doch nicht sein. Ja. So, den haben wir erwischt. Ah, da war gerade. So, der ist auch hin. Ich glaube, da können wir jetzt mal in Ruhe anlegen. Der Rest vergrübelt sich also auf dem Berg. Und wir suchen einfach mal den Grund für das Nest hier. So. Oh Gott, da sprungt ja noch raus hier. Ah, genau. Da ist nämlich der Grund für das ganze Geschichte. Und dann haben wir den jetzt aufgeschaltet. Nummer 44. So. Alles klar, ich probiere, würde ich sagen. Die sind irgendwo, sind weggerannt. Naja, nicht mein Problem. Mein Problem ist oben der Funkmast. Da will ich hin. Da nehme ich jetzt die nächste Mission, nehme ich mit, einmal wieder eine Attentatsmission. Ein Auftragsmord und dann sollte das eigentlich flutschen, würde ich sagen. Weil da gibt es nochmal richtig Diamanten und dann sollten wir mal gucken, was soll ich denn endlich kaufen? Schreibt es unten rein in die Kommentare. Lieber eher Waffen oder die unsere Hütte aufpimpen oder die Auto-Reparaturskills. Schreibt es mal rein in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, auf was soll ich nämlich denn nächstes Mal mehr konzentrieren, wenn es darum geht, Upgrade zu kaufen. Bin mal gespannt, was da kommt. Neue Waffen, Waffen-Upgrades oder unseren Stützpunkt ein bisschen. So, jetzt haben wir einmal gleich die Gelegenheit zuzuschlagen. Haben die Gelegenheit zuzuschlagen, gehen Sie zu der auf Ihrer Karte markierten Position und eliminieren Sie die Zielperson. Bei Erfolg wird die übliche Bezahlung in Rohdiamanten auf Ihr Konto transferiert. Schön für die Rohdiamanten. Da sieht man nämlich das nächste hier. Die kriegen nichts mit. Oder doch? Das war der Fahrer. Den habe ich auch erwischt gehabt. Na gut, dann halt nicht. Nachladen und dann gucken wir mal, wo wir jetzt nächstes hin müssen. Was sich da gut lohnt. Nein, nicht schon wieder da rein.
Gut, das machen wir heute nicht mehr, das wird nämlich heute viel zu stressig. Das machen wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Far Cry 2. Dann können wir uns aber wieder mal rein in die Dogon Village da. Das Himmel, gut, ich hoffe mal, ihr hattet Spaß. Schreibt es unten mal rein in die Kommentare. Ihr wisst, was ich von euch will. Däumchen da oben, wenn es euch gefallen hat. Sagt es euren Kumpels weiter. Abonniert den Kanal. Mich würde es persönlich freuen, wenn ihr Bock habt auf ganze Spiele-Serien und ältere Spiele. Dann seid ihr genau hier richtig. Ich habe mir noch eins zu sagen. Ich bin Mac Burago und sag Servus und Ade.